Herzlich willkommen zum Kurs Programmieren mit GUI und Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir hatten beim letzten Mal angefangen, uns das Entry-Widget anzusehen. Die Methode GET haben wir uns angesehen. Damit können wir interaktiv arbeiten. Und diesmal möchte ich noch zwei weitere Methoden zu Entry vorstellen, nämlich einmal die Methode DELETE und einmal die Methode INSERT, also löschen und einfügen. So, und wir gehen wieder in unser Programm hinein und wir möchten jetzt, ich zeige euch das mal, was wir vorhaben. Wir möchten jetzt, wenn wir hier etwas eingegeben haben, weiterhin, dass das ausgedruckt wird oder ausgegeben wird hier in diesem Label. Aber wir möchten dann das Feld gelöscht bekommen, dass das also nichts mehr drin steht. Und am Anfang, wenn wir das Fenster starten, soll hier schon ein String drinstehen, den wir dann einfach mal ausprobieren können. So, und dazu brauchen wir eben die beiden Methoden, Delete und Insert. Und das machen wir jetzt mal. So, als allererstes, Insert können, fügen wir hier ein, nämlich gleich nach der Definition, wenn wir das dann also auf den Bildschirm gebracht haben. Insert. So. Und als erstes gebe ich, upsala, das ist jetzt wieder weggegangen, wie schade, als erstes gebe ich die Position ein, wo der String, die Zeichenkette, die ich eingeben möchte, eingefügt wird. Das ist natürlich 0, weil in dem ganzen Feld sich bisher noch nichts befindet. Das heißt, ich muss das an der allerersten Position eingeben und das ist beim Computer eben die 0. Und dann sage ich jetzt mal Tachchen. Und das war es auch schon. So, und wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, dann sieht das so aus. Ich habe also schon Tachchen drinstehen. Ich kann das jetzt auch in, hier in das rote Feld einfügen. Tachchen. Ah, das ist echt schlimm hier mit. So. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, mach das weg. Und sagen, Tag ihr Lieben. Und kann das Ganze einfügen lassen. Tag ihr Lieben. Gut. Okay. Und damit seht ihr, haben wir die Methode Insert gut genutzt. So, jetzt möchte ich das aber, nachdem ich diesen Knopf oder wenn ich diesen Knopf drücke, nicht nur übertragen lassen, sondern auch löschen. Und auch das geht ganz einfach. Nämlich, ich gehe hier oben in meine Funktion hinein, hier in dieses gebe String. Und wenn der Text übertragen worden ist, dann sage ich Eingabe.delete. Und dann gebe ich die erste Position ein und die letzte Position, die weiß ich jetzt natürlich nicht, aber hier bietet uns zum Glück tkinter eine Variable an, in der das drin steht, nämlich AND. Das lässt sich leicht merken, wird groß geschrieben und das gebe ich hier an und damit wird das alles gelöscht. Wenn ich hier andere Werte eingebe, wie zum Beispiel 3 und 5, dann wird mir nur von der Position 3 bis zur Position 5 die Buchstaben gelöscht. Kann man mit Sicherheit auch verwenden, plus hier wollen wir es nicht haben. Nur als Möglichkeit bitte im Kopf behalten, dass ich nicht alles löschen muss. 0 und AND. Das bedeutet, ich lösche alles im Eingabefeld. So, und wir überprüfen das Tachchen. Ich übergebe das und unser Eingabefeld ist gelöscht. Hallo, du Walross. Und ihr merkt, ich höre gerade die Beatles. Wird übergeben. Dann sage ich Hallo World und ich übergebe es und so weiter und so fort. Also eine ganz wunderbare Sache. Und natürlich könnte ich jetzt auch zum Beispiel hier bei 4 noch eine Funktion definieren, die mir dann wieder irgendeinen bestimmten String hineinsetzt, eine bestimmte Zeichenkette. Aber das möchte ich jetzt gar nicht machen. Ich denke, ihr wisst jetzt, was man mit Insert und mit Delete anfangen kann. Gut, das war's auch schon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und da werde ich euch dann zeigen, wie man eine Listbox programmiert. Also wir
wagen uns jetzt an eine etwas größere, an ein etwas umfangreicheres Widget. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Ausprobieren.